Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Jo Leute, wir sind immer noch in diesem Necro-Ork-Wald, wie auch immer man es nennen möchte. Die Mitte muss noch erkundet werden. Und ich habe es ja schon angekündigt, ich habe mal wieder einen Gast an meiner Seite. Und diese welche darf ich jetzt gerne vorstellen. Hallo, ich bin's mal wieder, die Melli oder auch Miss Klasali. Yay, die Melli. Yay. Mann, oh, da kommt schon der erste komische Mensch auf uns zu. Kannst du es lesen? Dann würde ich dir einfach mal diesen Tengan geben. Okay. Bleibt auf der Stelle stehen. Wenn ihr eure Waffen wegwerft und mit uns kooperiert, dann wird niemandem etwas geschehen. Wenn nicht, werdet ihr alle sterben. Ihr müsst euch nur entscheiden. Das war sehr männlich. Hast du gut gemacht. Was wollt ihr von uns und wer seid ihr? Ich heiße Tengan und das ist Jambi, mein Mädchen. Okay. Der Hässliche da ist Seka. Was wir wollen, ist euer Geld. Rückt eure ganze Kohle raus und es wird euch nichts passieren. Bevor ihr etwas überstürzt, denkt eine Weile darüber nach. Ich bin sicher, dass euer Leben mehr wert ist als das bisschen Gold, das ihr vielleicht besitzt. Wir haben ja nur 25.000 Gold, also da müsste ich wirklich nochmal drüber nachdenken. Dann Teamsitzung, würde ich mal sagen. Hier ist unser Geld. Nein, ihr gierigen Räuber, ihr verpestet unsere Straßen mit eurem Gestank. Zieht eure Schwerter. Dumm. Dumm, jetzt müsst ihr sterben. Ja, okay, das war zu erwarten. Ja, was wollt ihr? Och Mann, kann man nicht nochmal drüber reden. Ich sehe zwar nur den einen, aber er hatte gemeint, das sind noch zwei weitere. Aha. Ja, sein Mädchen und noch den hässlichen. Oh nein, eine Magierin, Moment, die machen wir erst kaputt. Was hat er mit uns gemacht? Wir sind... Oh nein! Okay, ich brauche ein Heilungselixier. Das ist doch Heilungselixier. Okay, trink. Los, trink. Ja. Der Rest, der guckt mal, wie er das überlebt. So. Ja, du bist heute hier, weil du ja sowieso Rollenspiele magst. Und ich habe rausgehört, du bist ja auch ein Fan von so Spielen wie Dragon Age. Das ist ja der geistige Nachfolger von Baldur's Gate, was manche gar nicht wissen. Man merkt es ja auch so ein bisschen, ne? Man hat eine Gruppe und es ist halt ein bisschen altbacken. Man kann Beziehungen zu den Leuten aufbauen. Genau, es ist alles auf eine sehr zwischenmenschliche, emotionale Schiene. Ja, ich bin gleich tot. Du gehst jetzt mal weg. Ist nicht so gut. Nein. Der Böse da, mach den kaputt. Aber du hast zwei schon zerstört, oder getötet, zerstört. Ja, ich glaube, das schaffen wir jetzt auch noch. Yes, wir haben es geschafft. Wahnsinn. Yay. Puh. Aber was ich bei Dragon Age gut finde, ist, dass wenn du die Quests ewig nicht machst von den Leuten, dass sie dir wenigstens nicht weglaufen. Die laufen sie ja weg. Oh ja, dieses Weglaufen der Charaktere, das ist so furchtbar. Ich glaube, das ist im zweiten Teil auch nicht mehr so, zum Glück. Das macht einem fertig. Das ist dieser indirekte Zeitdruck. Das will man doch nicht haben. Und vor allem, Bo ist weg. Ich habe zwar nicht so viel von deinem Let's Play bis jetzt noch mitbekommen, aber Bo ist weg. Ja. Das geht doch nicht. Ich hoffe, ich krieg den nochmal. Also seine Quest ist noch aktiv. Ich könnte da noch hingehen. Also wir sind ja relativ nah sogar. Und wenn ich da vielleicht aufgeräumt habe, dass ich ihn dann hole und schnell hingehe, dass er dann sich überlegt, na, ich bleib vielleicht mal eine Runde. Das wäre zumindest ein Versuch wert. Oh, diese Räuberskalps, Leute, die sammle ich jetzt nicht mehr, weil ich habe keinen Bock, die dann bei dieser einen Tussi abzugeben. Die Pfeile nehme ich noch mit, genauso wie das. Jetzt bin ich schon wieder voll. Okay. Oh Gott, ja. Alles an die Schmucktante. Das ist nur Schmuck. Alles zu Schmuck. Ist wichtig, Schmuck. Nein. Es ist so platzraubend. Ich meine, das ist so ein kleiner Edelstein, der braucht genauso viel Platz wie mein Schwert. Also, er muss weg. Er gibt irgendwie auch keinen Sinn, so ein kleiner Edelstein. Aber gut, ja, warum nicht? Ja. Also, das ist nicht nach Gewicht geordnet, sondern einfach nur nach Platz. Ja, Gewicht gibt's auch. Also, die können auch überladen werden, wenn ich nicht aufpasse. Aber die Inventarslots sind halt knallhart, wie man sieht. Ne? Das ist alles immer ein Slot, egal ob groß oder klein. Und deswegen. So, räumen wir den rauf. Ja, also, wie man schon rausgehört hat, also, du bist Fan von Dragon Age. Ja. Und ist mal so eine allgemeine Frage, weil, also ich finde Dragon Age auch super toll, aber was ich gar nicht mag, und mal gucken, wie es bei dir steht, ist Dragon Age 2. Oh Gott, ja. Lustigerweise ist es für mich aber gar nicht mehr dieses ganze recycelte System von denen, was ja sehr kritisiert wird, sondern eher das mit den
Rivale oder Freundschaftssystem. Mhm. Das nervt mich nämlich so sehr. Immer wenn ich es dann schaffe, okay, jetzt habe ich endlich ein paar Punkte, also ein paar Pluspunkte bei dem einen bekommen, dann mache ich eine andere Quest, ja, dann sind es wieder Minuspunkte. Das ist nervig, ja. Dann bin ich wieder bei Null. Ja. Und die laufen einem ja auch weg, wenn sie einen nicht wirklich mögen. Oder sind dann böse und stellen sich gegen einen. Und das finde ich halt immer doof. Ja, das war im Vergleich zu Teil 1 so eine Enttäuschung für mich. Also in jeglicher Hinsicht wirklich. Die haben das so verbockt. Aber Teil 3 soll ja wieder besser sein, ne? Ich habe es noch nicht gespielt. Hast du es gespielt? Ja, bis zur Hälfte bis jetzt leider nur. Also ich bin noch nicht so weit gekommen. Okay. Also so weit gekommen. Ich bin sehr weit gekommen, aber es fühlt sich immer noch so an, als wäre so viel vor mir. Oh, da haben wir schon wieder einen Hobgoblin. Ja, den darfst du natürlich auch du sprechen. Oh Gott, wie spricht man einen Goblin? Ihr dort, ich brauche etwas Geld und Heilung. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, gebt mir, was ich benötige. Nein, brauche. Ich könnte ihm tatsächlich Geld geben, aber warum? Er ist unfreundlich, oder? Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, gebt... Ja, das klingt schon unfreundlich. Das ist nicht so nett. Ja. Aber du kannst doch mal fragen, warum sollte ich euch helfen? So, einfach nur mal so. Ja, okay. Warum sollte ich euch helfen? Ich bin Angehörige der Söldnerbande Kalte Hand. Wenn ihr wollt, dass meine Freunde eure Eingeweide in der Wildnis verteilen, dann ärgert mich ruhig weiter. Okay, du darfst ihn hauen. Danke, danke. Nee, ihr kriegt kein Geld. Nur im Moment ist keine Hilfe. Das ist schon ein bisschen böse. Ein bisschen, ja. Nun, im Moment ist nur einer von euch da. Daher wollen wir es wagen. Du wirst deine Entscheidung noch bereuen. Das bezweifle ich. Ich kann immer noch mit ihm reden. Hä? So ist er noch freundlich. Achso, vielleicht... Er geht. Achso, er läuft nur weg. Achso, ja, so nach dem Motto, nö, ich geb dir nichts, geh. Okay, gut, ich hab gedacht, wir kämpfen jetzt. Oh Gott, jetzt bringt er bestimmt, was weiß ich, für ein Dutzend Leute. Ja, ich glaube auch, wenn du dann schläfst. Oh, ich hätte ihn vielleicht doch besser töten sollen. Ups. Oh, super. Egal, dann gibt es wenigstens mehr Erfahrungspunkte, wenn die nachkommen. Was soll's? Eben. Und gibt es eigentlich ein Level Cap bei dem Ganzen, oder? Kannst du leveln, so viel du möchtest? Ja, man kann leveln, so viel man möchte, aber das ist so unglaublich teuer, dieses Leveling. Also, ich renne jetzt schon gefühlte 20 Parts rum, ohne dass ich ein Level bekomme. Von daher... Oh je. Wäre mal schön, wenn man wieder eins käme. Ja, das stimmt. Levels sind toll. Ja, wenn du das hier so siehst, das ist ja ganz stark angelehnt, noch stärker wie bei... Ups. Oh, Nicht schlimm. wo war ich? das ist ja angelehnt an natürlich die Pen-and-Paper-Spiele oder auch Mind-RPG, kann man ja auch sagen. So, John, du gehst jetzt mal nach hinten. Du musst echt aufpassen auf dich, dir geht's nicht gut und so. Der Zwerg sieht aber auch ein bisschen kaputt aus. Ja, aber der schafft noch einen Treffer, da bin ich mir sicher. Okay. Ja, also man merkt ja, das ist eine Vorlage von Pen and Paper. Hast du dich da schon mal so, hast du was in der Richtung schon mal gespielt oder mal angeschaut oder so? Oder? Also. Nein, da werde bisher nur das Mind-RPG von euch. Mhm. Also was ihr jetzt gerade angefangen habt, du, Jojo, Slayer und Gary. Genau, das läuft ja gerade. Keine Werbung. Ja, das ist so eine Light-Variante, kann man sagen. Ja. Was habt ihr dieses Mal für mich? Steht ganz und oben dann, es gibt so ein Charity-Pen and Paper, oder gab es einmal, da habe ich ein bisschen reingeschaut, aber immer nur so nebenbei. Okay. Aber ansonsten leider nicht so wirklich. Ich wollte immer spielen, aber ich habe leider in meiner Nähe nicht wirklich Leute, die das spielen wollen würden. Ach so, ja, das ist natürlich immer schwierig, dann passende Leute zu finden. Hm. Ja. Jetzt tötet bitte die Leute. Den Bär, John, geh weg! Ach, der will doch nur spielen. Warum nur mit mir? Jetzt spiel doch mal mit den anderen. Hallo. Ey, will mich töten, ey. Unfassbar. Ja, ich glaube auch. Dreckiger Bär. Jetzt. Hast du Honig oder sonst was in deiner Tasche? Kann das sein? Nein, ich mag keinen Honig. Hallo, jetzt also. Killt den doch mal. Der will mich essen. Oder so. Ja, ich kümmere mich gleich drum. So. Jetzt müsste man diese eine komische Musik einspielen, wie du wegläufst. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, aber ich hoffe, ihr wisst alles, was ich meine. Der Bär ist so hartnäckig, das habe ich noch nicht erlebt. Unfassbar. Unfassbar! Normalerweise dreht er sich dann um und kümmert sich um die, die ihn angreifen.
Hopp, komm. Ey. Oh, jetzt, jetzt. Ja, Scholze. Nein. Oh nein. Immer noch nicht. Er ist so fixiert auf mich, unfassbar. Ja, ich glaube, du hast irgendwas an dir, was er nicht mag. Tötet den Bär! Macht was! Was hat er noch? Der ist schon ein paar Mal getroffen worden. Er ist schwer verletzt, ja, aber er liebt immer noch mich. Unfassbar. Vielleicht erinnerst du ihn an irgendjemanden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Er lässt nicht locken. Jetzt, nein, immer noch nicht. Unfassbar. Bis zum bitteren Ende. Mhm. Er will dich kuscheln, ich seh's doch. Komm schon, John, kuschel mit mir, bitte. Wenn er mir nicht dabei wehtun würde, würde ich das Angebot ja annehmen. So, er ist tot. Oh. 650 Erfahrungspunkte Höhlenbär. Armer kleiner Winnie Pooh wollte nur kuscheln. Ich glaube ja nicht. Oh mein Gott, aber hey, wir leben noch und wir mussten noch nicht schlafen. Ich zöger das so gerne hinaus in dem Spiel, das ist so schlimm. Ich mit meinem Geiz hier, weil schlafen kostet 8 Stunden und ich will es immer bis zum Rande des Wahnsinns irgendwie treiben, bis es echt nicht mehr geht. Und was passiert, wenn du schläfst? Also warum willst du es verhindern? Also früher war das so, dass wenn Zeit vergeht, ne, die Charaktere rennen weg. Ich glaube, jetzt ist es ja gar nicht mehr so. Aber ich bin jetzt so getrimmt darauf, keine Zeit zu verschwenden. Das ist jetzt irgendwie in mir drin. Und jetzt kommen kleine Wölfe, oder was seid ihr? Habt ihr auch kuscheln wollen? Wildhunde. Okay. Oh, oh, warte, mir fällt gerade ein, ich habe doch so ein Spiel in der Art vor kurzem mal gespielt. Ja. Pillars of Eternity. Das habe ich vor kurzem gespielt. Okay. Aber nicht so viel. Das war mir dann irgendwie zu kompliziert. Zu kompliziert? Okay, nee, ich kenn's gar nicht. Also. Bam, okay, die waren einfach. Uff, was soll ich darüber? Ich weiß gerade nicht, was ich darüber sagen soll. Ich habe nur den Anfang gespielt und da war halt noch nicht so viel Sand. Okay, Knolle? Oh, das ist ein bisschen... Moment, wer ist denn das? Da ist jemand Wichtiges anscheinend. Das ist... Tritzt? Oder Tritzt? Okay. Das scheint irgendwas Wichtiges zu sein. Da würde ich mal vorschlagen, meine Magierin... Kommt da gerade nicht. Aber vielleicht ist die auch freundlich. Die Person sicher, aber ich glaube, dieser Typ ist da nicht so ganz. Ja. Na, wir greifen mal weiter an. Ich weiß ja nicht. Okay, die Tussi kommt nicht, das ist gut. Vielleicht ist die wirklich freundlich. Was auch immer sie dann mit diesen Gnollen da zu tun gehabt hat. Ja. Vielleicht war sie gerade in. Oh, jetzt fängt sie an mit mir zu reden. Na gut, die kannst natürlich auch du sprechen. Willst du nicht lesen, gibst zu. Ihr da, helft ihr einem Fremden der Not, ich bin von Gnollen befallen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich bin ja schon dabei. fürchtet euch nicht, wir werden nicht tatenlos zusehen, während andere in Gefahr sind. So kämpfen wir denn Seite an Seite. Ich begrüße eure Hilfe sehr. Diese Gnolle sind lästige Biester und ich bin froh, wenn ich mit ihnen fertig bin. So sieht's aus. Wir haben ja schon Fassade gekillt. Vielleicht ein neuer Mitstreiter? Sie hat kein Bild. Oh, sie hat drauf. Was hat die Karte auf der Ecke? Oh Gott, sind das viele. Moment, ich muss hier echt ein bisschen was anders machen. Ich mache mal eine Magie auf. Natürlich auf den und du. Ich könnte das mit dem Festhalten. Nee, Festhalten hat sonst nie geklappt. Ich probiere es mal zu tun. Mal ein Festhalten da oben, damit nicht alle kommen. Los. Ich finde ja dieses Kampfsystem unheimlich spannend, aber es ist sehr verwirrend irgendwie. Ja, ja. Oh Gott, wo ist John? Geh besser weg. Mittendrin. Geh weg. So. Ja, Festhalten hat wie immer nichts gebracht. Ja, dieses Kampfsystem, ne? Es ist ein bisschen. Also eigentlich ist es ja rundenbasierend, aber. Ständig ist man dabei, die Runde zu pausieren und dann neue Befehle zu geben. Willst du denn hin jetzt? Ja, was wollt ihr? Stehen, alles gut. Dieses Kaffeekränzchen ist ja ganz nett. Fremde und Freunde, ich bin Drister Urdan und weiß eure Hilfe zu schätzen. Die Reise zum Eisfintal ist auch ohne diese ständigen Unterbrechungen lang genug. Noch nie gab es in dieser Gegend so viel Räuberei. Seit wann ist es denn so schlimm? Oh nee.
Ja, das war schon. Das war nicht immer so. Unser Anliegen ist es, wieder Frieden in dieses Land zu bringen. Wahrlich, edle Ziele, die auch ich hochhalten würde. Euch steht jedoch ein schwerer Kampf bevor, da die Räuber, die euch sicherlich genau wie mir an jeder Ecke auflaufen werden, durchaus keine einfachen Wegelagerer mit Schwertern sind. Gott, die Schrift ist ein bisschen schwierig zu lesen. Ja, das ist wirklich, ja, stimmt schon. Die Menschen unter ihnen gehören offensichtlich zu den schwarzen Krallen, die Hobgoblins zur kalten Hand. Da es sich in beiden Fällen um Söldner handelt, sind die Ziele, die sie verfolgen, wohl kaum die eigenen. Ihr tätet gut daran, euch bei ihnen einzuschleichen und herauszufinden, wer ihre wahren Herren sind. Das ist zwar schwierig, aber durchaus nicht unmöglich. Tja, das haben wir ja eigentlich zum Teil schon gemacht hier. Vielleicht hättest du diesem Hobgoblin doch ein bisschen Geld geben sollen. Ja, vielleicht. Das ist ein weiser Rat, den wir beachten werden. Ihr solltet wissen, dass wir euch für eure Reise das Beste wünschen. Das Glück möge auf eurer Seite sein, Freunde. Jetzt geht er einfach. Tschüss. Ist ja jetzt gebraucht hier. Naja, aber gut, wenigstens hier was los, weil es gab schon Gebiete, da war einfach nur Kampf ohne Gespräche. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Ach, das war ein Dunkelelf. Ein gemeingefährlicher Bursche. Ups, ich hätte ihn männlicher sprechen sollen. Ach ja, Tagobreintrag. Okay, ich sollte sein Klingen besser nie in die Quere kommen. Ach, also Angst hatte ich jetzt von dem auch nicht, aber gut. Egal, wir haben das friedlich gelöst, was soll's. Da ist der nächste, Oh, warum wir in solchen Gruppen? Das war doch nicht so gemein. Aber wirklich. So. Ja, was man natürlich auch erwähnen kann, du hast ja auch aktiv einen Let's Play-Kanal. Da läuft zwar kein Baldur's Gate und kein Dragon Age, aber so. Noch nicht. Schönes also, das sind auch ganz viele Rollenspiele geplant, das haben wir ja das letzte Mal schon rausgehört. Mhm. Und zum Beispiel auch Life is Strange, was ich ja auch ganz begeistert bei dir verfolge. Ja, das freut mich. Ja, weil wir auch sehr unterschiedliche Entscheidungen hier und da treffen, das finde ich toll. Oh ja, ich auch, weil dann schaue ich es mir auch ganz gerne bei dir an und entdecke immer wieder Sachen, die ich selber übersehen habe. Genau, das macht die Sache umso spannender. Mhm. So. Allerdings bin ich erst in der ersten Episode und brauche noch ein bisschen. Genau. Hab noch ein bisschen was vor mir. Sei froh, ich könnte fast heulen, dass ich es bald durch habe. So, nur noch ein kleiner Fitzel. Ja, deshalb die eine Krankheit nicht mit dem Spiel aufhören. Einfach vorher beenden. Ja, so. Aber ich glaube, bei dem Spiel ist das nicht möglich, weil das wird ja immer spannender. Da will man ja wissen, wie es weitergeht, ne? Bei Rollenspielen ist das wieder was anderes. Bei Rollenspielen, ja. Aber ich weiß nicht, bei Life is Strange, boah, nee. Das würde ich nicht. Es soll es ja einen zweiten Teil geben. Ja, das ist natürlich auch super. Ich bin mal gespannt, wie sie da anknüpfen. Oh, eine kleine Insel gefunden und da steht jemand. Der gute Chelan. Oder so. Ja, diesmal machen wir es mal andersrum. Ich werde Chelan sprechen und du musst dir eine Antwort aussuchen. Okay. Ein herzliches Willkommen. Wollt ihr eure Kräfte mit dem Wesen im Wasser messen? Das ist ein feiner Beruf und so viel Spaß wie hierbei habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wirklich sehr lange nicht mehr. Oje, ich weiß nicht, ob wir dem trauen sollten. Ich weiß auch nicht. Ich sehe den zum ersten Mal. Irgendwie sind alle Antworten nicht so toll. Ach, 2 klingt noch irgendwie am nettesten, obwohl. Die 2? Ja, nehmen wir die 2. Mhm, okay. Ich bin Psychotherapeutin, ich darf das sagen. So fast. Ich kann euch keine Meinung vorschreiben, aber selbst schätze ich mich gerne als optimistisch ein. Ich habe auch wegen der Eisenknappheit und dem ganzen Blabla keine Arbeit mehr. Aber ich habe eben einfach beschlossen, mich davon nicht entmutigen zu lassen. Na und? Dann arbeite ich eben nicht mehr in der Mine. Ich ernähre mich vom Angeln und bin immerhin nicht mehr so bleich, weil ich ein bisschen Sonne abkriege. Wenn es euch nicht stört, ich muss jetzt ein bisschen singen. Was? Ja, John, sing, los. Was ist... Hä? Okay. Okay. Ja, Silent Joy, also... Ich hab jetzt gedacht, da geht noch ein bisschen mehr. Okay.
Okay, Chelan. Lustiger Kauz. Ja. Bin euch weit voraus, Chef. Okay. Ach, John, sing doch. Nein. Er wollte singen, nein. Also singen. Das Chelan wollte singen, ich nicht. No. Vielleicht hätte ich doch eine andere Antwort nehmen sollen. In Baldur's Gate 2, ne? Auch wenn ich jetzt schon wieder anfange, da gibt es ein sprechendes, singendes Schwert, das uns ständig nervt. Das ist so gut, das Schwert, ne? Man will es ausrüsten, aber es macht ständig, fängt es an, irgendwelche Witze zu erzählen oder zu singen oder sonst wie was. Oder auch während man kämpft, hört man auf einmal anstatt Kampfsound, hört man so Singgeräusche. Das kommt alles von diesem verdammten Schwert. Oh, wie cool. Das ist so verrückt eigentlich, aber man will es halt haben wegen den Werten und so und dann muss man das halt in Kauf nehmen, ja. Okay, verstehe. Es ist so verrückt. Oh, ich bin gespannt. Ach, Baldur's Gate 2, es ist so ein Traum. Ja, sorry, es musste wieder sein. Ich versuche mich jetzt wieder 2-3 Part zurückzuhalten. Ja, außerdem... Ich habe gehört, wir zocken das heute durch. Ja, natürlich. Ich meine, wir haben ja nicht mehr viel vor uns. Ja. Ich meine, es klingt ja relativ wenig, wenn man sagt, wir sind im zweitletzten Kapitel, aber... Das sind ja dann meistens die Kapitel, die ziemlich voll sind mit allem möglichen Zeugs, ja, die vorletzten. Ja, vor allem, weil ich jetzt ja so ganz, ganz energisch Backtracking betreiben will, bevor es hier jetzt ein bisschen weitergeht. Denn, ich kann es dir mal kurz zeigen, wir gehen jetzt auf die Weltkarte. Ja, alles, was blau ist, haben wir noch nicht angeguckt. Und alles, was grau ist, auch nicht. Das ist noch ein bisschen was. Ja, na dann. Also eigentlich müssten wir hier hin. Das ist eigentlich auch nochmal so 10 Parts, wahrscheinlich nur Städteerkundung. Ja. Okay. Ja, also, ne? Ja, ist halt so bei solchen Spielen, da macht man immer alles andere zuerst. So ist es. Wo bin ich eigentlich gerade? Ach, da oben erst. Warum eigentlich? Ich dachte, ich bin weiter unten. Hm. Wie siehst du das? Wo siehst du das? Das ist ein Symbol da. Ach so. Das finde ich aber gerade seltsam, weil ich wollte doch hier hin. Wir gehen jetzt einfach dahin. Und natürlich haben wir wieder Feinde, die uns auflauern. Ah, aber so zum Thema, so alles andere anschauen, bevor man die Main Mission weitermacht. Bei Dragon Age 3, da gibt es einen riesengroßen Wald. Da musst du eigentlich am Anfang nur kurz rein, wegen der Hauptmission. Okay. Aber ja, ich glaube, jeder kann es nachvollziehen. Man schaut sich erstmal alles andere an. Aha. Und verbringt stundenlang in diesem Wald und dann irgendwann vielleicht noch 15 Stunden beginnt man mit der Main Quest. Oh je. Ja, das kennt man natürlich. Der Wald ist aber auch groß. Ja. Ah, ich freue mich schon auf den dritten Teil, der soll ja echt gut werden. Ich finde es auch immer so toll, wenn man die Spielstände übernehmen kann, ne? Und wenn alte Entscheidungen dann irgendwie noch so eine Relevanz haben. Das finde ich toll. Das geht ja hier auch, das werde ich auch tun. Hab aber gehört, dass es bei Dragon Age, also zumindest bei 1 und 2, sollen das sehr, sehr minimalistische Unterschiede sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim dritten ist, aber ich werde es auf jeden Fall auch wieder machen. Ich finde das toll. Es gibt schon einige Entscheidungen vom ersten und vom zweiten Teil, die dann im dritten doch gravierendere Entscheidungen auslösen. Mhm. Zum Beispiel je nachdem, wie du dich halt im ersten Teil entscheidest, hast du dann im zweiten Teil eine, ich will nichts wirklich sagen, aber eine andere Person. Also je nachdem, für welche Person du dich entscheidest, kommt dann halt im dritten Teil eine gewisse Person auch nochmal vor. Okay. Ja, sag ich. Das klingt aber schon mal gut. Und dieses Gebiet sieht doch schon mal deutlich freundlicher aus, wie das, wo wir eben noch waren. Deutlich grüner, bunter, schöner. Mhm. Ich höre Vögel zwitschern. Ja, doch. Ich nicht. Ja, leider. Aber schön hier. Mal gucken, was uns erwartet. Ja, bleib mal da. Ja. Ich meine, weltrettend. Brauchen wir nicht, ne? Spaziergänge, das ist doch das einzig Wahre hier, was man braucht. Genau. Vielleicht noch irgendwas Spannendes aufschnappen. Mal mit speichern. Wir sind jetzt sehr, sehr weit im Süden. Es kann sein, dass die Gegner jetzt deutlich schwerer werden und dass ich jetzt vielleicht draufgehe und dass wir dann definitiv schlafen müssen, weil unser Waldläufer und Nera sind müde. Das ist nicht gut. Ich will aber kurz mal was testen. Seltsam, ich kann... Ach, da kommt noch ein Gebiet. Ich würde gerne die Knollfestung, weil da ist, in der Knollfestung ist der ist das Quest mit Minz und Bo. Dass ich die vielleicht nochmal kriege. Ja. Ja, ne? Bo. Ist doch so süß. Ich vermisse auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Und habe ich gemerkt, dass du gerne drauf herumgibst. Ja!
Ja, also ich mache das nicht mit meinen Hamstern. Also ich hatte früher mal Hamster. Ich habe das nicht nur die ganze Zeit so. Ja, ja. Das sagen jetzt alle. Aber auch aus spielerischer Sicht. Ich hätte ihn echt gern dabei, weil ich weiß, dass er auch im zweiten Teil theoretisch eine größere Rolle hat. Und ja, da würde ich ihn schon gern mitnehmen. Der kleine Hamster? Den auch, ja. Achso. Der gehört halt dazu, so im Süden. Wieso geht's nicht weiter? Achso, ja, wir sind ja am Rande der Welt, sozusagen, ne? Also. Wow. Wow, krass, ja. Okay. Dann halt nicht. Aber sowas finde ich auch toll, das Erkunden. Ja, gehört dazu, ne? Ich kann das ja nicht einfach so lassen. Mhm. Man muss doch wissen, was es hier gibt. Ja, eben. Würde ich auch so machen. Hier ist es bisher unglaublich ruhig. Noch kein einziger Gegner. Die Worte werde ich bestimmt gleich bestraft. Ja, du solltest nicht so viel heute verschreien. Das haben wir schon im Stream gemerkt, dass das nicht so gut ist. Ja, da kommt auch schon der erste Bär. Der wird mich wieder unglaublich lieb haben. Ich gehe gleich weg. Ich glaube auch. Kein Problem. Ich bleib gleich da hinten stehen. Ich mache nicht mit in diesem Kampf. So. Und wehe, der geht jetzt trotzdem auf mich, dann glaube ich echt, dass ich... Ah, ne, okay, er geht auf ihn anders, dann kann ich ja auch helfen. Ach, schade, das wäre lustig gewesen. Ja, diese Bärenliebe, diese unergründliche. Ja, ich glaube immer noch, dass du irgendwo Honig versteckt hast und es selber nicht weißt. Wer weiß, wer weiß. Ich meine, nach all dem, was ich noch vor wenigen Parts mit mir rumgeschleppt habe, kann ich nur gut riechen. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich hatte, glaube ich, so um die 10 bis 15 Parts hatte ich eine Leiche mit mir rumschleppen. Ja. Oh ja, doch, ich glaube, die habe ich sogar. Ja, ne, die kriegt doch jeder mit. Habe ich sogar gesehen, ja. Das war so eklig. Ja. Ich bin's endlich. Vielleicht hatte der Bär auch Lust auf Menschenfleisch. Wer weiß, ja. Vielleicht hat er Hunger bekommen. Ja, warum auch nicht? Ich meine, jeder hat doch mal so eine Leiche im Gepäck. Ja klar, wer nicht. Der nächste. Oh, was seid ihr? Oh nein. Moment, was seid ihr? Bims? Jesslik. Oder bist das du? Okay, die kriegen wir hin. Ich hab schon befürchtet, dass diese Sirenen oder wie die heißen. Weil die sind echt böse. Aber die sind einfach. Und was sind das für Dinge? Das sind, ich weiß es nicht. Okay. Ja, was wollt ihr? Sie sind tot, das ist genau, gut. Genau, sie haben ein bisschen Schmuck, weiß ich. Das nehme ich schon. Also, das nehme ich eigentlich auch keine ab. Oh ja, Schmuck. Und Geld. Ist das eigentlich viel Gold, was du da hast? Oder ist das für das Spiel eher wenig? Also, ich habe jetzt schon eine beträchtliche Menge gesammelt, muss ich sagen. Da ist jemand in Blau. Larry, okay. Der Larry. Gespeichert habe ich gerade. Na gut, Larry, ja, wer bist du? Du siehst eigentlich nicht menschlich aus. Okay, du darfst dann wieder die Antwort nehmen. Hallo, ich bin Larry. Das ist mein Bruder Daryl. Und das ist mein anderer Bruder Daryl. Freut uns sehr, euch zu treffen. Auch wenn zwei sehr lustig klingt, ich glaube, eins. Die eins, okay. Warum soll dein Xwar, dein Kobold und dein Tasloy umherziehen und sich Larry, Daryl und Daryl nennen? Das ist ja eine gute Frage. Siehst du, Daryl? Ich hab dir ja gesagt, dass sie nicht zu unserer Generation gehören. Was? Was? Ach Gott, ich hab schon gedacht, es wird gekämpft. Jetzt gehen sie einfach, hä? Ich glaube, ich beleidige alle mit meinen Antworten. Entschuldigung. Ich weiß ja nicht. Ich fand es eigentlich noch ganz okay. Okay. Larry, Daryl. Gut, Daryl. Vielleicht wollten sie Autogramme verteilen. Ups. Ja, ne. So, jetzt können wir mal gucken. Im Osten, da geht bestimmt was. Da geht man natürlich auch noch nicht hin. Ah, ist ja. Hier so eine neue Boyband oder sowas? Oder Koboldband? Ja, wahrscheinlich. Die werden wir bestimmt nochmal treffen. Oh mein Gott. Verrückte Zufallsbegegnungen hier. Da ist schon der nächste. Oh, das ist ein Skelett, ne? Oder? Ja, okay. Ja. Oh ja, hier sieht es auch ein bisschen verrottener aus. Du solltest mal wieder weggehen. Steht ganz nicht mal mit den Skeletten kuscheln, John. Nee, die sind mir zu dünn. Ja, was wollt ihr? Ist ja nichts dran. Genau, genau, es muss was dran sein, sonst ist das nicht so schön. So.
Klappergestelle sind kaputt. Was ist das hier? Ich kümmere mich gleich drum. Wird nicht genauer angeschaut. Na gut. Aber die haben was dabei gehabt, nämlich. Sind das Kurzpfeile? Ja, ne? Ja, Wurfpfeile. Ja, genau. Die nehmen wir mit. Ich habe es zwar noch nie benutzt, aber ich habe es geskillt, deswegen. Einfach mit irgendwann mal. Aber so bin ich auch. Ich nehme einfach mal alles mit und so. Ja, irgendwann könnte man es ja gebrauchen. Ja, das sage ich mir auch. Eventuell. Aber ganz schlimm ist das bei so Spielen wie Skyrim oder so, wo du jeden Mist mitnehmen kannst, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh ja. Da darf man mich nicht aussetzen, wenn ich da anfange. Bei Divinity Original ist es ja auch so schlimm, wenn man da in ein Dorf kommt, ey, was man da alles mitnehmen könnte. Ich muss mich so zusammenreißen, sonst motzt mich Gary an. Das ist echt nicht einfach. Oh ja, das ist immer sehr lustig. Ja, manchmal, ne, dann, ja. Armer Gary. Vor allem, wenn ein Grab kommt, dann ist vorbei, dann kann er mich abschreiben. John, wo bist du schon wieder hin? Genau. Aber hey, in der Stadt halte ich mich meistens zurück, wenn ich mich nicht gerade so ganz versehentlich verklicke oder so. Ja. Ich glaube übrigens, dass mit dem einen Geist im Leuchtturm hat er die immer noch nicht so ganz verziehen. Menno. Ja, und das Buch wahrscheinlich. Das Buch, das verschwundene Buch wird er mir auch noch übel nehmen. Ja, geh vom Bär weg. Ja. Das geht schon wieder los. Kuscheln! Ja, eindeutig. Das ist in dem Part irgendwie so der Berg. Der bärige Kuschelpart oder irgendwie so, müssen wir den benennen. Oh ja. Schaut dir das an, er ist schon wieder so fixiert auf mich, das gibt es doch nicht. Das sind kuschelbedürftige Teddybären. Fünf andere, die mit dir agieren. Ja, die sind halt nicht männlich genug, beziehungsweise der Bär ist, der Zweck ist zu klein. John. Nein, stirb nicht. Lauf. Ey, es ist so blöd. Jetzt kill doch mal den Bär. Treffen die anderen den dann überhaupt? Ja, zumindest die, wo Fernkampf haben. Ich wollte jetzt laufen. Ich muss kleinere Kreise drehen, damit die öfters treffen. Und jetzt, er bleibt immer noch. Das haben die noch nie gemacht, ne? Jetzt, nur weil du Gast bist, da drehen die Bären durch. Ich weiß auch nicht. Entschuldigung? Irgendwas stimmt hier nicht. Das machen die sonst nie. Die gehen normalerweise. Bei mir ist zwar kalt, aber nein, geh weg. Die gehen normalerweise immer zu dem, der sie angreift. Ich verstehe das nicht. Soll ich weggehen? Nee, ich schaff das schon so irgendwie. Okay. Jetzt, nein, er ist immer noch bei mir. Oh, nee. Er ist machen tot. Aber auch nicht sehr viel Schaden an ihm. Ah ja, jetzt ist er tot. Boah. Wieder 650 Erfahrung, immerhin. Meine Güte. Ja, wir überziehen schon wieder, aber es ist gerade so ein dummer Punkt. Wir könnten zumindest noch. Oh, komme ich da überhaupt drüber? Wir schauen ja, mal. Ja, zumindest ist den Rand noch fertig. Ja, ne? Wie beim Puzzle. Kann genau. So lassen. Der Rand muss, ja. Gucken, da kommen wir bestimmt. Denkst du bei Puzzles auch immer mit dem Rand fest? Ja, ne? Muss erst die Ecken, dann der Rand und dann. Ganz genau, ja. Ja. Beste Taktik. Mhm. Fällt mir ein, ich habe immer noch ein Puzzle, was ich noch nicht fertig gemacht habe. Seit September. Ups. Okay. Naja, es rennt ja nicht weg meistens. Das stimmt, ja. Okay, die nehmen wir noch mit. Die kannst du mal widersprechen. Haltet ein, Reisende aus dem Norden. Ihr dringt recht weit in amnisches Gebiet ein. Vielleicht seid ihr gekommen, um unsere Truppenaufstellung auszuspionieren, die ihr hier vermutet. Ist schon komisch, was für dummes Zeug ihr Barbaren aus dem Norden manchmal im Kopf habt. Sind amnisches Gebiet? Ja, so eine Region. Wer seid ihr und was wollt ihr? Ich bin Sendai aus dem Hause der adligen Kaufmannsfamilie Agrim, der bedeutendsten Familie in Am. Delgord, Alexander und ich sind hierher gekommen, um Wild zu jagen, obwohl ihr vielleicht eine bessere Beute wärt. Ich nehme an, ihr hättet damit kein Problem? Ich weiß nicht. Was für ein Monster seid ihr, dass ihr eure Mitmenschen wie wilde Tiere jagt? Natürlich war das nicht ernst gemeint. Das habe ich nur zum Spaß gesagt. Aber ihr mit eurer barbaren Mentalität musstet meine Worte natürlich missverstehen. Ist schön hochnäsig, die Dame. Ja. Oder der Herr.
Achso, Dame, schau. Sicher, meine Dame, wir gehen jetzt. Lebt wohl, einfaches Volk. Ich wünsche euch Glück auf euren Reisen. Ihr werdet es gut gebrauchen können. Ich mag sie nicht. Ich auch nicht. Tschüss, Sendai, geh weg. Genau. Wer hätte sie auch töten können? Egal, wir haben sie am Leben gelassen. Wir stehen da einfach drüber. Ja. Hat sie nicht gesagt, sie hat Freunde dabei? Ja, ne? Wo waren die denn? Wo auch immer. Vielleicht wären die erst gekommen, wenn wir gesagt hätten, zieht eure Schwerter. Ich weiß es nicht. Ja, Leute, wir haben ein ganzes Gebiet durchgekämmt und das haben wir zumindest angefangen. Nächstes Mal bin ich dann leider wieder alleine, aber ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du dabei warst. Schön war's. Ja, vielleicht werden wir uns nochmal hören, weil das Projekt geht ja noch eine Weile. Und wenn nicht, dann, ja, dann irgendjemand anderes hier. In dem Sinne, ja, ich freue mich auf den nächsten Spaziergang. Ich bin gespannt, wann wir damit endlich mal fertig sind. Aber egal, macht's gut. Und natürlich hat mein Gast die letzten Worte. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem Kuschelpart. Und wir sehen uns dann bald mal wieder. Und den lieben John seht ihr dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Baldur's Gate. Bis dahin, tschüss.